Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Yin-Yang-Symbol mit GIMP zeichnet. Ich habe GIMP gestartet. Hier auf dieser linken Seite habe ich meinen Werkzeugkasten und darunter die Werkzeugeinstellungen. Jetzt benötige ich noch zwei andockbare Dialoge. Das eine ist mein Ebenendialog. Dazu gehe ich auf Fenster, andockbare Dialoge und wähle mir die Ebenen aus. Den setzt er jetzt hier unten hin. Das hätte ich aber ganz gerne auf der rechten Seite. Also klicke ich hier auf dieses Symbol und ziehe das jetzt hier rüber. Und das zweite ist mein Pfaddialog, also Fenster, andockbare Dialoge und die Pfade. So, die Ebenen brauche ich eigentlich nur dafür, dass ich einen transparenten Hintergrund erzeugen kann. Ich werde mir jetzt erstmal ein neues Blatt generieren, Datei neu, und das machen wir 400 mal 400 Pixel. Da ist mein Blatt. Jetzt halte ich die Steuerungstaste mal fest und drehe mit meinem Mausrad und so kann ich das Blatt vergrößern oder auch verkleinern. Ich werde es jetzt mal in dieser Größe halten und hier rechts sehe ich, das ist jetzt mein Hintergrund. So habe ich den Hintergrund aus. So hätte ich eigentlich eine gewisse Transparenz. Aber ich möchte noch eine Ebene hinzufügen, also drücke ich die rechte Maustaste und gehe auf Neue Ebenen und wähle jetzt hier die Option Transparente Ebenen oder Transparenz. Und die Ebene hatte ich vorher schon Yin-Yang genannt und jetzt habe ich hier meine Yin-Yang-Ebene. Das müsst ihr natürlich dann im Einzelfall nochmal umbenennen. Diese Ebene muss ich auswählen und dann kann ich darauf zeichnen. Das erste, was ich jetzt brauche, ist ein Kreis. Dafür wähle ich das elliptische Auswahlwerkzeug und achte darauf, dass ich hier bestimmte Einstellungen habe. Und zwar Auswahl aus der Mitte oder aus der Mitte aufziehen und festes Seitenverhältnis. Für einen Kreis brauche ich ein Seitenverhältnis von 1 zu 1. Und ich möchte den Kreis hier genau aus dieser Mitte herausziehen. Da ich jetzt nicht weiß, wo hier genau die Mitte ist, benötige ich noch zwei Hilfslinien. Und dazu gehe ich auf Bild, Hilfslinien, neue Hilfslinie in Prozent und setze mir eine Hilfslinie vertikal auf 50%. Okay, die halbiert jetzt mein Blatt. Und dann werde ich nochmal das Gleiche wiederholen. Neue Hilfslinien Prozent mit einer horizontalen Richtung. Und jetzt habe ich hier genau mein Blatt Mittelpunkt und da ziehe ich jetzt meinen Kreis auf. Und diesen Kreis kann ich hier nochmal genau auf 400 Pixel Größe einstellen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier reinklicke, geht das sofort auf 400 automatisch, wenn ich hier die 400 einschreibe. Denn ich habe ja ein Seitenverhältnis von 1 zu 1. So, das ist jetzt eine Auswahl. Das ist noch kein Kreis, sondern nur eine Auswahl. Um jetzt hier einen Kreis zu erzeugen oder einen Pfad zu erzeugen, gehe ich hier auf meine Pfade, auf diesen Reiter. Und jetzt möchte ich sozusagen diese Kreisauswahl abspeichern. Dazu bin ich, wie gesagt, auf Pfade gegangen und hier unten seht ihr so ein rotes Symbol und da kann ich aus diesem Pfad, aus dieser Auswahl einen Pfad erzeugen. Pfad aus Auswahl. Da habe ich jetzt drauf gedrückt und jetzt seht ihr hier, er hat jetzt einen Pfad erzeugt. Den Pfad können wir hier anzeigen. Dann sieht man den hier so rot. Ich nehme mal die Auswahl weg. Auswahl nichts. Und dann seht ihr hier, das ist jetzt mein Pfad. So, den kann ich auch wieder verschwinden lassen. Und wenn ich jetzt wieder meine Auswahl haben möchte, meine kreisförmige, dann werde ich auf dieses Symbol hier klicken. Das sitzt daneben. Und jetzt habe ich wieder meine Auswahl. Ich möchte jetzt einen Halbkreis noch haben. Dazu gehe ich jetzt auf das Rechteck, die Rechteckauswahl, und ziehe das von diesem Kreis ab. Hier müsst ihr darauf achten, der Modus steht auf Auswahl abziehen.
Ich kann hier oben einfach anfangen. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich den ganzen Mittelteil hier wegkriegt und dass das hier so wirklich bis zur Hilfslinie geht. So, jetzt habe ich das losgelassen und jetzt habe ich hier meinen Halbkreis. Zu diesem Halbkreis möchte ich hier oben noch einen kleinen Kreis haben für meine Yin-Yang-Figur. Dazu wähle ich wieder mein Auswahlwerkzeug Ellipse und gucke, dass ich hier einen Modus habe für das Hinzufügen des Kreises. Wo muss ich den hinzufügen? Und zwar auf dieser Linie und zwar genau in dieser Mitte dieses Quadrates. Das kriege ich eigentlich ganz einfach, wenn ich mir wieder eine Hilfslinie generiere. Bild, Hilfslinien, neue Hilfslinie im Prozent und eine horizontale Hilfslinie mit 25%. Klar, das sind 50 und dann sind das 25. Das heißt, das ist jetzt mein Punkt für meinen zweiten Kreis, den ich hinzufüge. So, wenn ich das genau machen möchte, dann muss der ja wieder 200 Pixel haben. Das sieht man hier unten, hier links, so. Und jetzt habe ich hier diesen Bereich hinzugefügt. Das gleiche mache ich hier unten. Wieder eine Hilfslinie. Diesmal muss ich 50 plus 25. Also neue Hilfslinie im Prozent. Horizontal mit 75%. Und jetzt weiß ich, hier unten muss ich wieder einen Kreis zeichnen, beziehungsweise eine Kreisauswahl, aber die muss ich abziehen. Und dafür nehme ich hier das dritte Symbol von diesem Modus hier. Das ziehe ich aus diesem Punkt, aus diesem zweiten Mittelpunkt wieder groß, so, bis da oben rein. Und jetzt sehen wir schon, hier hat sich so ein Tropfen gebildet. Und aus diesem Tropfen mache ich jetzt ganz schnell hier einen Pfad. Vorsicht mit den beiden, das wäre der falsche, das wäre Auswahlausfahrt. Dann würde ich wieder einen Kreis bekommen. Ich muss jetzt hier einen neuen Pfad erstellen und dazu muss ich Pfad aus Auswahl auswählen. Da haben wir es. Wenn ich jetzt hier einmal auf Escape drücke und Auswahl nichts mache, dann verschwindet das hier alles und wir sehen diese rote Linie, das ist meine Auswahl. Und da sage ich jetzt mal Yin. Dass jetzt Yin oder Yang ist, das ist mir jetzt erstmal egal. Jetzt brauche ich noch einen richtigen Kreis. Und den erzeuge ich aus diesem Pfad, indem ich hier unten auf diesen Pinsel gehe. Und zwar kann ich mit diesem Pinsel den Pfad nachzeichnen. Vorher muss ich mir genau anschauen, was habe ich denn hier für einen Pinsel eingestellt. Dann nehme ich mal so einen Pinsel mit einer harten Kante, also nicht so was Verschwommenes, sondern mit einer harten Kante. Und schaue mal, was ich hier für eine Pinselgröße habe. Das ist ein bisschen zu viel. Ich werde jetzt mal so auf 6 Pixel gehen. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Bearbeiten. Rückgängig Pinsel. Ich habe das jetzt nochmal so ausprobiert, obwohl ich glaube 4 Pixel wären vielleicht noch besser. Schauen wir mal, das trage ich jetzt mal hier ein. Jetzt sind wir 4 Pixel, wir können den ja immer nochmal nachzeichnen. Und jetzt gehe ich hier auf diesem Pinsel, wähle die Option mit Hilfe eines Malwerkzeugs nachzeichnen, und zwar den Pinsel. Jetzt rutscht mir das immer hoch, so, nachzeichnen und da haben wir den Kreis. Diese rote Linie, das ist einfach noch der Pfad. Gut, das gleiche werden wir jetzt mit diesem Fisch machen. Ich glaube, Yin und Yang, das sollen zwei Fische darstellen. Jetzt werde ich wieder eine Auswahl daraus generieren, so, indem ich hier wieder unten drauf gedrückt habe. Also hier muss man wirklich aufpassen, was man nimmt, damit man sich hier nichts kaputt macht. Und das hier werde ich jetzt einfach mal
mit dem Fülleimer, den habe ich hier rechts, hier links, schwarz ausmalen. Die Auswahl nichts. Hier sehe ich eigentlich, da ist noch, das ist noch ein bisschen unschön, da habe ich noch so weiße Striche, also kann ich den Kreis doch etwas größer machen. So, jetzt nochmal die Auswahl generieren und nochmal nachzeichnen. Also hier Auswahl nachzeichnen und Auswahl nichts. Naja, das sieht doch schon fast so aus. Es fehlen noch zwei kleine Kreise und da werde ich das jetzt mir einfach mal mit so einer kleinen Hilfslinie. Das schätze ich jetzt einfach mal ab. So, ich klicke hier drauf und ziehe das hier rein. Kann ich mir auch Freihandhilfslinien setzen. Jetzt nehme ich hier wieder mein Kreiswerkzeug 1:1 und setze den hier an und zwar mit diesem Modi. So, einmal, da rastet er sogar ein. Und hier unten nochmal den gleichen. So, das sind jetzt meine inneren Kreise und jetzt werde ich den unteren schwarz füllen und den oberen weiß. Ich habe jetzt hier drauf gedrückt auf diese Pfeile, dann kann ich Vordergrund und Hintergrundfarbe ändern. Auswahl nichts. Und meine Hilfslinien werde ich jetzt auch entfernen. Ziehe ich jetzt einfach hier über diesen Bildschirmrand hinaus, beziehungsweise über das Lineal hinaus. Die kommen auch noch und eigentlich ist mein Yin und Yang Symbol fertig. Das Problem, was vorhin war, ich habe diesen Kreis hier ein bisschen abgeschnitten, aber ich glaube, da können wir mit leben. Und jetzt kommen wir noch zur Transparenz in dem Hintergrund. Und man sieht, wenn ich jetzt diesen Hintergrund entferne, dann habe ich das hier alles durchsichtig. Ich könnte auch diesen Kreis hier nochmal entfernen. Das ginge auch. Dann habe ich dieses Yin-Yang-Symbol einfach in der Farbe des Hintergrunds. Das könnte ich nochmal machen. Und zwar werde ich hier diesen Zauberstab benutzen. Klick hier rein. Und werde das Ganze löschen mit Entfernen. Und Auswahl nichts. So. Und jetzt ist es davon abhängig, welche Farbe mein Hintergrund hat. Ich werde nochmal einen neuen Hintergrund erstellen. Oder diesen mal duplizieren. Ebene duplizieren. So, da haben wir einmal hier Hintergrundkopie. Und wenn ich diesen Hintergrund jetzt auswähle und werde da mal eine bunte Farbe nehmen, zum Beispiel über einen Farbverlauf, und jetzt ziehe ich das von hier nach da herüber, dann sieht man jetzt hier eigentlich nichts, aber man sieht hier, der Hintergrund hat sich eingefärbt. Wenn ich den sichtbar mache und diesen rausnehme, dann habe ich mein Yin-Yang-Symbol in Gold.